So, es ist wieder Rohkost-Potluck-Zeit. Ich laufe hier zum Rohkost-Potluck. Ich habe heute leider, ich habe annonciert bei Facebook, dass ich meine Häkelnadel mitbringe und dass ich halt dem einen oder anderen einen Dread häkle. Und jetzt habe ich die Häkelnadel vergessen. Ich hoffe, keiner wollte einen Dread gehäkelt haben. Das ist ein bisschen schade, weil ich mache das auch gerne. Und ja, weil heute bringt auch jemand eine Massageliege mit, wo sich die Leute massieren. Und ich habe das Handtuch vergessen. Da fällt mir auch ein. Ich will ein Handtuch. Ich brauche ein Handtuch, um dass die mich massieren kann. Auch vergessen. Ach, alles vergessen. Naja, bei mir hat Chiara geschlafen und die ist an allem schuld, weil ja, wir haben uns sehr viel über spirituelle Dinge unterhalten und ja, Energien ausgetauscht. Es war total schön. Und naja, und jetzt ist es halt so, dass ich dann alles vergessen habe. Naja. Aber ist ja gut, wenn immer jemand anders schuld ist. Auf geht's und wenn wieder Eindrücke sind, Interviews, kriegt ihr alles hier heute. Aber ganz viele nackte, attraktive Herren beim Rohkost-Potluck. Ah, knackig. Okay, hier sind ein paar selbsterklärende Sachen dabei. Weintrauben, Kokosnuss, Bananen, Äpfel, Pflaumen, hier auch noch ein bisschen Möhren, Birnen. Hier haben wir irgendwas mit Brokkoli. Ja, das ist Brokkoli und Blumenkohl mit einer Soße aus Sonnenblumenkern, Zitrone und Petersilie. Okay, dann haben wir große Melone und hier frutarische Birke. Sieht so aus. Ja. Mit Zucchini und genau. Paprika, Tomaten. Hier ist nochmal ein Salat, wahrscheinlich aus den gleichen Zutaten mit irgendeinem Dressing. Ja, da ist noch ein bisschen Zwiebel dran und Zucchini. Nüsse Radieschen, nee, nix. Okay. Das sieht aus wie eine Süßspeise. Wer hat diesen Pudding gemacht oder was das ist? Den habe ich mitgebracht. Da sind Walnüsse drin, Mandeln, Cranberries, Kokosfett ist drin, Zimt und gesüßt habe ich mit Agavensirup. Okay. Endivien-Salat mit Tomaten, rote Beete, Kürbiskern, Zwiebeln und Balsamico-Essig. Ja. Okay, und das? Das habe ich auch mitgebracht. Das sind einfach nur getrocknete Aprikosen, püriert mit Orangensaft. Okay. Mhm. Nackthafersalat mit Tomaten und Paprika aus dem Garten und Zwiebeln. Okay. Wir haben hier ein Herzens... Genau, Peggy. Gekeimte Buchweizen-Crisp-Torte mit Banane, Birne, Kokosflocken, Kokosmus, Maca, Zimt, Vanille, Rohkakao, Erdmandeln und Blütenpollen als Deko. Oh. Das kann man sicherlich jetzt als Tiramisu essen, weil es steht schon seit einer Stunde in der Sonne. Okay, gut. Das ist von der Irmgard. Die ist hier. Ach, ja. Das ist ein Rohkostbrot mit Mandeln als Basis, Leinsamen. Getrocknete Tomaten sind drin und ein bisschen Kümmel, ein bisschen Kräutersalz. Jo, das war's eigentlich schon. Und dann gedörrt im Automat. Ne? Genau, dann haben wir hier noch so ein paar Energiebällchen. Ja, genau, mit Datteln, Kokos, Mohn, Kakao und verschiedenen Getreidesorten. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Okay. Also Mandeln, Aprikosen, Buchweizen, Kakao, Vanille. Das sind Ansagen, wisst ihr? Das ist das. Zack. Haben wir noch sowas mit Kokos? Wie so, genau, die Kügelchen sind mit Kokos, Mandel und Kaschemus. Dann Salat mit Pilzen. Und Pilzsalat? Mit Champignons, Porree und Äpfel. Und die Soße habt ihr wie gemacht? Das Problem ist, das hat Renny gemacht. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall ist irgendwie Zitrone und Sonnenblumenkerne dran. Und dann noch ein Schwaps Apfelessig. Und ich vermute mal, Öl ist da auch noch mit dran. Ne? Okay. Ja. Tomaten ist auch hier alles selbsterklärend. Nektarin, Orangen, Bananen, getrocknete Feigen, Äpfel da noch, Apfelchips, Mandarinen. Tomaten, hier ist ein schöner Salat mit Blüten. Der Blüten-Olivensalat? Grüner Salat mit Oliven, Tomaten, Zuckermais und allem Grün aus dem Garten, was ich gefunden habe. Also Grünkohl, Kirsch und so weiter. Ja. Oh, da steht es drauf. Genau, hier steht es drauf, Christian, da steht... Süßkartoffel, Dattel, Mango, Kokos, Chips und Zimt. Und das ist rote Beete, Dattel, Maulbeeren, Kakao, Bohnen und Vanille. Hier ist noch ein Salat mit... Wer hat diesen Salat gemacht? Tomate, Paprika, Frühlingszwiebeln. Paprika, Frühlingszwiebeln und normale Zwiebeln, ein bisschen und Knoblauch. Also nichts so Besonderes. Und Couscous. Also nicht roh. Das ist also Weizen. Nicht roh. Weizen. Okay, dass die Leute wissen, das ist also doch nicht roh. Genau, das ist genau. Couscous. Gut. Wirsing, Tomaten, dann haben wir Mandeln, Trockenfrüchte, Trauben und hier ein Salat mit Kichererbsen, rote Beete. Genau, und der ist eigentlich für die Wirsingblätter gedacht. Okay. Damit könnt ihr euch Wraps machen. Ja. Ne? Also bitte. Vermutlich indisch angehaucht?
Der ist mit Erdnusssoße, da ist keine Avocado dran und da sind keine indischen Gewürze dran. Also das Einzige, was da so ein bisschen... Oh, nächstes Mal. Du hast ein gutes Gefühl für die indischen Gewürze. Knoblauch? Ja, ja. Gut, na dann. Ah, hier haben wir Zwiebelringe, panierte Zwiebelringe. Oh, genau. Wow. Mit Kokosflocken, Kokosmilch und Leinsamen. Oh, oh, und dazu ist ein Champignon-Dip noch. Ach, hier drin. Genau. Okay. Das ist ein Champignon-Dip? Genau. Okay. Cool. Haben wir einen Rotkohlsalat? Ja, der ist von mir. Das ist Rotkraut, Apfel, Apfelsine, Kardamom, Koriander, Nelken, Gewürznelken und Zitrone. Dann haben wir Tomaten, dann Alfalfa-Sprossen, das sind Leinsamen-Cracker und das sind Linsenköfte. Und dann gibt es da so eine Mantel-Knoblauchsoße. Hast du die gemacht? Ja. Mhm. Das ist mit Chia? Ja, Chia-Pudding mit Banane. Ah, mit Bananengeschmack. Oder Milch. Oh, das haben wir zwei. Das sind trocken getrocknete Drachenfrüchte. Okay. Das ist ein Chia-Pudding mit Banane. Okay. Ja. Nur mal kurz zur Info. Wenn bei Sachen jetzt zum Beispiel jetzt nicht so viel da ist wie von denen, einfach mit jemandem teilen, damit jeder mal kosten kann. Ne? Also wenn ihr euch so ein Bällchen nehmt, einfach mit jemandem teilen oder so. Nur mal so nebenbei. Obstsalat, steht alles schon drauf, Nektarin, Zitronensaft, Trauben, Äpfel. Hier ist ein Saft aus Äpfel, Traube, Zitronen, Birne und hier ein Rohkostsalat mit Radieschen, Möhren, Äpfel, Sonnenblumenkerne und Zitronen-Essig-Dressing. Sieht auch sehr lecker aus. Der Salat? Das ist ein... Öffne mal, du Schätze. Ja. Oh, stopp. Ja. Wow. Ich habe doch richtig Hunger. Das ist noch eine Nussmischung, Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, der Salat. Das hat der André gemacht, das ist vom Regela. Das hat der André gemacht, das sind Falafelbällchen mit Mandel, Sesam. Achso, Entschuldigung, das hat die Anna gemacht, die Torte, natürlich, die konnte ich sagen, die Torte hat der André gemacht. Die hat André gebracht. Hier sind Cashews und Walnüsse drin, also wer das nicht verträgt. Okay, super, sieht richtig geil aus. Das ist auch mit den Blüten. Deine Apfeltorte, Christian. Nee, also ich kann es nicht empfehlen, die schmeckt nicht, die sollte ich nicht essen. Ja. Hier ist so eine Mischung aus Pinienkerne, Sonnenblumenkerne, Kürbis, hier sind Sprossen, Buchweizen und Linsen sind das. Genau, ich glaube, da wären wir hier durch. Ja, das ist ein Dip aus Tomate, Sonnenblumenkerne, Oregano, Olivenöl und Salz. Da unten ist noch ein Salat, ein normaler Mischsalat sieht das aus. Ist da irgendwas Nüsse oder Erdnuss oder irgendwas was drin? Sag einfach mal nein. Gut. Dann haben wir hier auch noch einen Salat. Ja, also der ist pur. Der Salat ist pur und das Dressing habe ich einfach mal dazugestellt, selber gemacht. Oh. Aber Balsamico mit schwarzem Johannisbeersaft und Nelken und Zimt. Oh. Aber wahrscheinlich nicht roh vegan. Deswegen habe ich es einfach daneben vegan gestellt. Auf alle Fälle. Vegan das auf dazu alle Fälle. Genau. Kann das verwenden, ne? Dann haben wir hier Zucchini, Möhren, Erbsen, Petersilie, Schnittlauch, ein Dressing mit Mohn und Olivenöl, Apfelessig, bisschen Agavendicksaft, Chili, Ingwer, Knoblauch. Okay, super. Danke. Sehr lecker. Und jetzt hier noch so gefüllte Paprika. Spitzenpaprika mit Möhre, Knollensellerie, Lauch, Knoblauch, Petersilie, rote Beete, Salz, Pfeffer. Und Oregano. Oh, und hier noch einen Obstsalat. Einen Obstsalat, einfach zusammengewürfelt. Also Äpfel, und Zitronensaft. Blau, und Zitronensaft Blau, dazu. Traum. Genau. Ja. Okay. Gut, ja, na dann lassen wir es uns schmecken, würde ich sagen. Ne? Wir sind hier beim Rohkost-Potluck. Howdy! Howdy, how. Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Ich habe ihn gesehen, ich dachte, kennst du den irgendwie? Hat er einen YouTube-Kanal, ich habe es unten verlinkt. Und ich freue mich. Wer ist das bloß? Ja, ich habe mich total gefreut, dann ihn hier so live zu sehen dann auch. Und es ist einfach so. Ja, so schön, toll, dass wir uns getroffen haben. Ja, es ist wirklich. Es ist wirklich so schön. Und auch so, das war jetzt total spontan bei dir, ne? Voll spontan, voll ja. Spontan. Also, wir haben uns jetzt vorgestern erst dazu entschlossen, da hinzufahren. Und es war einfach echt eine geile Entscheidung, ja. Ja. Ich sag, oh Gott, ich sag erstmal zur Mitte, es geht erstmal los, die ganzen Überraschungsgäste kommen dann noch. Ja, es hat ja erst angefangen. Ja. Kennst du Marvin Früth? Genau, den kenne ich auch. Der kommt halt auch noch. Der kommt auch noch. Auch spontan. Ja, hab ich auch gesehen, ja, voll geil. Ja. Ich freue mich auch schon voll, kennst du den auf jeden Fall, ja. Und mit welcher Erwartung bist du rangegangen? Was waren so deine Gedanken? Warum bist du her? Genau, also meine Freundin war jetzt letzten Potluck da. Ja. Und es war genau zur gleichen Zeit, als ich bei dem Raw Food Festival in Spanien gewesen bin. Und sonst wäre ich auch gekommen, ne? Ja, okay.
Und sie hat mir dann erzählt, dass hier so 60 Leute hier sind. Und ich dachte mir so, what the fuck? Da muss ich auch hin, das kann doch nicht sein. Sie hat mir nachher auch erzählt, wie geil es hier ist einfach, welche Menschen hier sind, diese positive Stimmung einfach, diese Energie. Spirit, the raw spirit. The raw spirit, genau. Und ja, das Essen natürlich auch. Das ist Hauptsache die Menschen halt, ne? Und das Essen natürlich auch. Und ja, dann haben wir einfach gesagt, erst war es ein bisschen unsicher bei uns, weil sie eben jetzt morgen noch wohin muss. Ja. Und hat dann gemeint, ja, wird wahrscheinlich nichts und so. Aber dann vorgestern haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir es einfach. Es geht schon irgendwie. Und wir haben uns jetzt dazu durchgerungen. Und es war echt eine gute Entscheidung, hierher zu fahren. Und ja, einfach total toll, hierher zu kommen. Und man kommt hier rein und sieht einfach mal so 50 Menschen auf dem Haufen, die alle sich von Rohkost hier bedienen. Und alles so positiv. Und das Wetter ist ja auch total top hier. Mhm. Also richtig geil. Auf jeden Fall. Und ihr fahrt ja trotzdem heute noch zurück. Also die meisten, die eine relativ lange Anreise haben, die übernachten dann irgendwie hier. Das ist auch immer möglich. Das habe ich im vorigen Interview auch gesagt. Kommt her, irgendwie findet sich ein Schlafplatz. Notfalls ist mein Garten für alle offen. Das heißt, in der Gartenlaube können notfalls alle. Voriges Mal, da waren ja 100 Leute hier da. Da waren 100 Leute hier beim Rohkost-Potluck. Und da waren 14 Leute in meinem Garten. Und die haben sich dann 14 Leute. Und die haben dann auf dem Trampolin geschlafen und drinnen. Und das war so krass. Und wo ich dann nächsten Tag reinkam und die Leute schon... Ein paar sind noch 2-3 Tage geblieben. Also wer zu mir kommt, der kann auch 2-3 Tage mal in Leipzig bleiben, weil wir übernachten, kriegt einen Schlüssel, alles, kein Thema. Und, voll nett auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, aber das ist halt der Spirit hier. Ne? Das ist, wir sind eins und das ist einfach geil. Spirit, genau, der Raw Spirit. Und so da hast du halt doch BHs gesehen von überall, die haben alles nicht weggemacht. Bei mir sah es aus wie so nach einem Festival. Aber also war nicht so unordentlich, aber der eine oder andere hat ein bisschen was vergessen. Ne? Das Geile ist, mein Komposthaufen, der hat richtig Nahrung bekommen. Also die haben ja alle immer die Melonen und sowas, habe ich dann richtig, also das war richtig gut. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, das ist halt auch für viele halt auch so ein Event, wo du halt auch 2-3 Tage mal bleibst oder sowas. Wenn du das auch weit vorher planst, dann kannst du einrichten. Wir machen abends meist noch Party, das heißt, wir gehen tanzen. Machst du für ein längeres Wochenende einfach, Genau. Wir werden tanzen und mittlerweile ist es auch für Leute, die kein Auto haben, ihr seid mit dem Auto gekommen, ne? Wir sind im Auto, ja. Für die kein Auto haben, Blablacar, dann diese Flixbus und so weiter. Genau, ja. es findet sich auf jeden Fall, denke ich, immer eine Möglichkeit. Und es findet sich meist auch einer in eurer Gegend, der da auch Bock hat mitzukommen. Mhm. Und zu zweit ist halt einfach mal geil. Und du bist jetzt mit deiner Freundin? Auf jeden Fall. Genau, ich bin jetzt mit meiner Freundin da und noch einem Kumpel und sind jetzt aus Fürth quasi hergefahren. Mhm. Genau, und ich habe auch schon gesehen, es sind ja auch ein paar aus Bayern da, also wir hätten uns auf jeden Fall auch alle irgendwie zusammen schießen können. Also bei euch selber findet jetzt auch Rohkost-Potlucks statt? Genau, bei uns selber gibt es auch Rohkost-Potlucks. In Fürth dann sozusagen jetzt? Also im Kreis Erlangen. Im Kreis Erlangen? Genau, und da komme ich halt auch mal dazu. Cool. Und da sind wir auch immer so 10 Leute oder was. Geil. Ja, also wir machen es auch jeden Monat, aber hier ist es schon was anderes, weil hier sind ja schon viel mehr Leute auf jeden Fall. Ja gut, aber so ein kleiner Kreis, da kann ich mir vorstellen, das ist die Gespräche vielleicht, dann, weil sie alle dann wahrscheinlich im Kreis dann sitzen oder so. Genau, also wir kennen uns halt auch alle total gut schon, wir kennen uns schon seit 2 Jahren oder sowas. Mhm. Also, genau, vor 2 Jahren war der erste Potluck bei uns und das ist eigentlich mittlerweile schon mehr so ein Freundestreffen. Ja, genau. Aber neu ist trotzdem willkommen, also wenn jemand... Auf jeden Fall, es kommen auch immer wieder interessante... Ja. Interessierte dazu, Cool. Genau, ist immer echt schön, Genau. Und also wenn ihr Erlangen, dann könnt ihr erstmal sozusagen als Stufe 1 hier sozusagen mit und dann vielleicht gemeinsam dann, bei uns ist halt ist schon so, dass der Tobi von Rawletics, genau, der hat ja auch bei sich, so dann haben und dann sind die Gruppe dann, kommen dann und immer. Und die fahren dann am Samstag dann zu euch, genau, die machen am Freitag den Potluck bei ihnen in Würzburg und dann fahren sie am Samstag. Und eine Woche später kommen noch Leute aus München, der Markus. Ja. Von unten in Gilching und die fahren dann zusammen zum Potluck zu Markus nach Gilching und so. Und wie voll gesagt, geil, vielleicht, wenn ihr dann noch eine Woche vorher später macht, dann kann man so sagen: Wochenende vor Wochenende zum Rohkost-Potluck. I have a dream, das ist jede Woche Rohkost-Potluck. Du musst ja nicht zu jedem hingehen, aber du hast jede Woche die Möglichkeit. Ja. Das wäre geil. Das ist eigentlich eine gute Idee, Sau stark, unsere Rohkost-Potlucks, die findet man unter der Facebook-Seite Franken Goes Raw. Und das sagen wir dir auch immer an. Also falls jemand aus der Gegend ist, kann gerne mal vorbeischauen bei uns. Ja. Genau. Schön. Ach klasse. Ja. Freue ich mich, dass du dabei gewesen bist. Echt geil, ja. Ja. Freut mich voll. Und dann schön, verabschieden toll. Wir uns. Wir feiern jetzt weiter und machen wir weiter. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.
wir sind jetzt hier wieder beim Rohkostpotluck. Neben mir sitzt die Sandra. Und die Sandra hat ja mehrmals gerungen mit diesem Rohkostpotluck. Und ja, und jetzt hat sie es endlich geschafft. Und ja, und ich glaube, ich hoffe, du hast es nicht bereut, oder? Nein, auf keinen Fall. Ja, schön. Also ich finde es richtig toll hier. Die Menschen sind total offen, kommen auf dich zu und ja, man kommt toll ins Gespräch. Und ja. Das finde ich richtig toll. Ja, das ist wirklich. Also ich finde jedes Mal so faszinierend, wie viele neue Menschen dazukommen. Und ja, und es gibt keinen, der irgendwie sagt, oh, einmal gab es jemanden, der gesagt hat, es wurde mit viel über Ernährung gesprochen. Mhm, aber, das habe ich gesehen, ja. Ja, ja, das ist ja. Zur Ernährung gesprochen. Das war das einzige kritische Feedback, was ich hatte. Mhm. Ansonsten halt wirklich so viele und so verschiedene adlige Menschen auch. Ne? Ja, also ja. Wirklich, hier sind halt auch wieder die Könige von Deutschland dabei. Das heißt, die sind halt nur, ja, das hat jetzt auch irgendwo eine Ideologie. Aber das ist halt nicht jetzt unbedingt Rohkost mit zu tun. Mhm. Ne? Und da gibt es halt so viele verschiedene Menschen und spirituelle Menschen, welche die wirklich auf der Ernährung sind, wissenschaftliche Menschen, wie der Joachim, der halt ja, gerne so das Wissenschaftliche alles erkundet. Aber alle irgendwie kommen ins Gespräch und dann das Schönste mit Krüpfen, du gehst woanders hin und so. Ja. Ne? Total. Ist einfach. Also bin auch total erstaunt. So viele verschiedene Menschen, weil man denkt, Rohkost und so, das wird so groß geschrieben, aber. Es sind so viele verschiedene Menschen da, auch Leute, die alles essen und sich einfach dafür interessieren, sich öffnen dafür und auch die Gespräche, sage ich jetzt mal. Es waren so viele verschiedene Themen, also ich kann jetzt nicht sagen. Und das war der halbe Tag um. Ja, ja, total. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Ja. Und auch mit dem, du weißt jetzt, wo du übernachtest, Silke oder Silke? Wahrscheinlich. Das ist eine Übernachtung. Also viele fragen dann an, ich würde gerne übernachten. Hast du eine Übernachtungsmöglichkeit? Ich sage, zur Not kann jeder bei mir im Garten schlafen, aber es ergibt sich eigentlich so viel. Silke hat, Min tut oft bei sich übernachten, Hanna bei sich übernachten lassen. Die sind halt eher in Leipzig, bei mir sind draußen vor. Aber es ist halt immer irgendwie was möglich. Und hier kommt keiner her und, oh, hier kommt die Kastanien runter. Ihr kommt her und trotzdem Übernachtung für alles unkompliziert, alles gut, alles easy. Also ja, total. Also ja. Ich habe auch noch nicht genau gewusst, bei wem ich schlafe. Ja. Also Christian stand offen. Und das war die Alternative, die immer gibt. Meine Gartenlaube ist immer. Richtig, genau. Und dann hat sich jetzt Silke dazu bereit erklärt. Und das ist jetzt heute spontan entstanden. Ja. Und ja, super auf alle Fälle. Wie gut, Silke. Wie du. Ja, also richtig tolle Truppe hier. Das Essen ist super. Ja, aber schnell alle gewesen. Ja, total. Und so viele verschiedene Sachen. Ja. Also echt der Wahnsinn. Ja. Die Silke kommt jetzt auch. Unsere liebe Silke, ja. Heute in Blau. Sonst sind sie eigentlich immer in Grün gekleidet. Heute mal im blauen Flair. Interessant. Ja. Ja, dass du das dann auch immer so organisiert, finde ich richtig toll. Ja. Dass du das machst. Ja. Silke, du bist richtig toll, haben wir gerade gesagt. Ja, richtig toll. Du bist richtig toll. Und Silke hat heute auch, unsere liebe Silke, heute ganz im schicken Blau. Ja. Sie hat heute für mich persönlich das beste Rezept gemacht. Das erste Mal, dass die Silke ihr Rezept gewonnen hat, glaube ich, bei mir. Sie hat solche Köfte gemacht und die haben so viel geil geschmeckt. Da bin ich zu Silke gegangen und habe gesagt, die waren richtig, richtig gut, hast du toll gemacht. Und dann hat Silke mir gesagt, du hast doch gar nicht den Dip da ist doch noch ein Dip dazu. Und dann habe ich den Dip mal gekostet. Willst du unbedingt. Ist da in deinem Buch drin vielleicht das Ding, das Rezept? In dem Sprossenbuch, ich verlinke euch das nochmal unten. Köfte mit, wie heißt der Dip? Mandel-Knoblauch-Dressing. Also es ist echt wirklich ein Gedicht. Also war heute mit Abstand so das Beste. Und der Apfelkuchen von der Anna, der war auch gut, aber Silke war halt einfach. Power. Ja, also du kannst wahrscheinlich auch dann den Leuten empfehlen, die vielleicht auch mit den, es gibt total. Ja welche, die ringen ja immer mit den, ja, das soll ich nicht. Heute die Irmgard Bonders 7 Stunden mit der Bus hergefahren aus dem Saarland. Wahnsinn. Oh, ja, ja, ja. Und fährt auch abends wieder zurück, ohne zu übernachten. Also, ich weiß nicht, wie alt die Frau ist, aber die ist glaube ich schon 60 oder so. Also es ist Wahnsinn. Ja, ich war auch lange am Ringen und ich bereue es nicht. Auf keinen Fall. Da ist die Irmgard, ist der. Wenn man vom Teufelchen spricht. Von mir gesprochen. Ja. Schon bin ich da. Ja. Hallo. Guck mal kurz mit her. Ja. Komm mal mit her. Also wirklich, so eine lange Fahrt. So lange Fahrt. Und du hast es bereut oder du hast es nicht bereut? Hellwach, topfit und voll guter Energie nach 9 Stunden Fahrt durch die Nacht. Ja. Aber bei rohköstlicher Ernährung ist das alles da kein Thema. Da kann alles nicht. Alles. Und dann die positive Energie hier, die hier dann wach. Ja. Und man eigentlich gar nicht mehr so viel zum Essen, gell? Ja, das Essen ist zwar schön, aber... Ja, ich habe eigentlich auch nicht viel gegessen, ja, ja. Gerade so auf. Aber das ist nicht das Hauptthema. Das war früher mal das Hauptthema, wo das Rohkostpotluck anfing und so. Und da war auch noch ein bisschen mehr Gourmet-Rohkost dabei und da hat sich Dings. Aber mittlerweile ist das Essen zwar schön und ich habe gerade Silke gelobt und die Irmgard, das Brot, also wirklich Hammer. Und Irmgard Bonder, den YouTube-Kanal, ich verlinke euch den auch mal unten. Danke. Der ist, wie gesagt, das Brot war das beste Rohkostbrot, was ich je gegessen habe. Das war richtig, richtiges Brot. Das war wirklich mega. Also, ja, also einfach toll. Und sag mal, mit Gespräch mit den Leuten und so weiter, Kontakte. Ist genial. Ne? Toller Austausch untereinander. Alle sind so auf einer Wellenlänge und das tut einfach nur gut, sich da mit Fleischgesinnten auszutauschen. Ja. Und
und so offen einfach. Gell? Zum Thema Essen, weil du eben gesagt hast, oder du hast gesagt, nicht so viel gegessen. Ich habe viel geschlemmt. Geschlemmt? Gab's noch zum Schlemmen, ja? Nee, es war alles super lecker und so einmal durch, also genial. Ja. Auch heute haben die Süßspeisen und die herzhaften Sachen sich auch gut die Waage gehalten. Oftmals ist es so, ich erinnere mich an diese eine Winterpotluck in dem Raum, wo fast nur Torten waren und nur, und da haben alle gesagt, oh, ein Salat, irgendwie ein Apfel oder sowas, irgendwie was Frisches und auch vor allem Gemüsiges, also so eine Stange Sellerie oder irgendwas sowas, ne? Da war es nur süß. Aber heute wieder total die Waage sich gehalten und kam wieder so ein bisschen auf seine Kosten. Genau. Ja. Also ihr könnt es komplett empfehlen. Total. Ja. Man muss hierher, auf jeden Fall. Ja. Egal wie weit, also wir hatten die weiteste Anreise, glaube ich, war Senegal. Das war die weiteste, das war die Maria, diese Freundin, das war die weiteste. Die zweitreiste war Norwegen, das war die Saskia. Und dann die dritte war aus Frankreich, die mit den Oliven. Sardinien. Marielle. Ach, Marielle, stimmt, Marielle war noch aus Sardinien. Gut, Marielle hat dann die Bronzemedaille sozusagen. Also, und alle, wirklich alle haben halt dieses, ja, haben das gehört und sich auch überlegt, kommen wir oder kommen wir nicht. Und dann einfach, man nimmt doch so viel mit. Es ist nicht nur, wir können ja schön Rohkost essen, sondern man nimmt was für zu Hause mit. Man strahlt das zu Hause aus und zu Hause gehen die Kreise weiter. Ich habe ganz viele Kreise gezogen und zu Hause gehen die Kreise weiter. Und das ist es halt. Und das wollen wir doch alle. Dass wir alle mit Liebe, Respekt für unsere Erde alle zusammen sind und dass die Welt besser wird. Und das ist halt das, was uns alle vereint. Und was, das ist so viel Liebe hier. Es ist alles so... Es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Nur harmonisch. Aber sollte eigentlich ein Interview mit euch sein. Ich wollte gar nicht so viel sagen. Machst du schon dein Resümee? Nein. Nein, mache ich nicht. Aber es ist einfach, auch heute wieder, ist ganz, ganz einfach schön. Also ja, der total. Austausch untereinander, und das hält ja dann auch darüber hinaus noch an. Ne? Man hat ja auch so seinen Kontakt über soziale Medien oder trifft sich mal so. Und ist ja auch eine dabei, die fast aus meiner Ecke ist, aus Karlsruhe. Ne? Man weiß ja nicht, wie man da nochmal die Wege sich kreuzen. Einfach nur genial. Das stimmt. Ja. Früher war es so, im Ferienlager hat man jemanden kennengelernt, dann hat man vielleicht so eine Brieffreundschaft gemacht, die dann vielleicht doch irgendwann fortgegangen ist, aber Internetzeitalter, Facebook, adde mich, bist mein Freund, wir können jeden Tag skypen, Kontakt ist hergestellt. Also das ist halt so oft altes Internet auch mal kritisch gesehen werden, vielleicht muss aufgrund, weil auch viele sehr, sehr, nicht internetsüchtig sind, aber man hat vielleicht auch internetsüchtig, ich weiß nicht, ob das eine Sucht, aber es ist halt oft kritisch gesehen, aber das ist halt so viel Potenzial, die Menschen auf der Welt zu vernetzen. Ja. Also das ist, ich finde immer, es kommt darauf an, wie man es nutzt. Und wenn man es dafür nutzt, neue Menschen kennenzulernen, sich zu vernetzen, was Neues aufzubauen, finde ich jetzt. Richtig. Ja. Genau. Ja. Tja, das war so als kleinen Eindruck von wieder einem tollen Rohkost-Potluck und Babschatten. Es wird noch weitergehen. Es wird noch weitergehen, ja. Aber, okay, das wird noch weitergehen. Wir gehen jetzt nach Hause. Alles klar. Ciao. Die Kinder hier spielen. Was macht denn ihr gerade? Ich bin König Kuck. König Kuck. Okay, ich spielen König Kuck. Was auch immer das für ein Spiel ist, aber der König guckt. Da hinten wird sogar massiert. Massiert. Ich will auch. Guck mal, da hat sich eine Libelle genau drauf gesetzt. Die spürt die Harmonie, die Energie. Schön. Stören wir nicht weiter. Zuerst kommen immer die dran, die es nicht verdient haben. Ja, jetzt sitze ich hier mit der Chiara, die das erste Mal beim Rohkost-Potluck dabei ist. Hast du lange überlegt, zum Rohkost-Potluck zu kommen? Oder war das spontan? Spontan. Wie hast du davon erfahren, vom Rohkost-Potluck? Durch Marvin. Durch Marvin, okay. Der ist ja heute auch hier. Ja, er wollte, dass wir zusammen hinfahren halt. Und konnte er dann doch nicht aus irgendwelchen Gründen, aber irgendwie wollte ich dann doch und jetzt bin ich hier. Genau, ganz spontan und ja, ich habe mit dir ja auch ein bisschen Zeit verbracht. Du warst ja wegen der Übernachtung, hast dich an einen der Organisatoren gewandt und dann haben wir gesprochen miteinander und ja, dann hat es so ergeben, dass du halt eben dann bei mir geschlafen hast jetzt die erste Nacht. Und die zweite Nacht wird auch irgendwie gesichert sein. Silke ist da bei mir, ich weiß nicht, ob ich
wie oder, aber es ergibt sich halt alles einfach. Und das halt, was ich immer so spüre, eine Rohkostpotluck, die ist ja immer, wenn du woanders hingehst, hast du Gedanken, wo schlafe ich, was ist es, was sind das für Leute und so weiter. Hatte ich nicht. Hast du gar nicht gehabt? Nein. War alles, wusstest du schon, was gut ist? Ich bin einfach hingefahren und habe mich überraschen lassen. Okay, na dann ist cool, weil viele von uns auch schon geredet haben, machen sich Gedanken und dann löst dich hier so alles auf. Aber die kann sich ja nichts auflösen, wenn alles schon vorher gut war. Ja. Cool. Und ja, und so Essen, was haben wir deine Impressionen so vom Rohkostpotluck, so ein bisschen, was du heute gefühlt hast, was du so Gedanken durch den Kopf gegangen sind? Sehr viele unterschiedliche Energien, sehr viel Liebe. Warmherzigkeit, Offenheit, das Essen war sehr lecker, aber das war mir eigentlich schon klar. Hat mich sehr gefreut auch. Ja. Manchmal für mich zu viel, deswegen habe ich mich dann entzogen der Masse. Ja, schön, also ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Das ist schön, das ist schön. Ich muss sagen, du hast mich auch heute ein bisschen in deinen Bann gezogen, so mit deiner Art, weil ich spüre auch bei dir so ganz, ganz tiefe Energie. Hast du auch gemerkt, wenn du bei mir übernachtet hast. Und ja, also ich bin froh, dass du gekommen bist. Ja. Sehr gerne. Gut, alles klar. Das mal als kleiner Eindruck von Chiara vom Rohkostpotluck und mal sehen, was gibt es noch andere Eindrücke. Mach's gut. Es ist wieder Resümee-Zeit. Der Potluck neigt sich dem Ende und ich stelle Silke die alles entscheidende Frage. Weißt du, wofür dieser Baumstamm steht? Nein. Ich auch nicht. Also, Entschuldigung, mal sehen, nur muss ich einfach bringen. Okay. Gut, nein, das Potluck heute. Ich möchte was sagen. Sag es, Christian. Ich fand heute, von meinem Empfinden her, war es das friedlichste Potluck irgendwie. Von meinem Empfinden. Aber das liegt daran, weil wir hier gesungen und gemacht haben lange. Und, das ist entspannt. Für mich war es der entspannteste Potluck. Ja. Und wir hatten ja auch eine... Weil ich nämlich ungefähr eine halbe Stunde massiert wurde. Boah. Von einer sehr fähigen Masseurin. Mhm. Vielen lieben Dank, Yvonne, falls du das jetzt hier siehst. Es war wunderbar. Ich komme noch dran. Du bist noch dran. Ich komme noch dran, ja. Ich schwebe gerade immer noch. Ja. Das war einfach fantastisch. Ja. Und dann, was ich ja so genial fand, ihr habt ja dazu Musik gemacht. Das habt ihr jetzt auch im Video schon gesehen, ein bisschen ein paar Ausschnitte. Ihr habt ja richtig, richtig geniale Herzensmusik gemacht. Mhm. So richtig, das ging mir durch und durch. Und dann noch diese Rückenmassage und diese Kombination und dann Sonne. Also Duft, war auch noch ein Duftöl dabei. Genau, Duftöl, dann die Sonne und frische Luft. Das war einfach grandios. Das kannst du mit Sexualität nicht erreichen, was du da an Glücksgefühlen erreicht. Da gebe ich auch sehr gerecht, weil das ist wirklich sowas, wenn alles perfekt stimmt, Entspannung und wirklich dieses Fallen lassen, komplette Fallen lassen und die ganzen Sinne noch bearbeitet, Duft und das Gehör und alles passend stimmig, so, weil das ist ja alles stimmig hier. Und ich habe jetzt schon einige mit Interviews gemacht und die Leute waren echt total begeistert. Und die kommen auch von weit weg und sind begeistert und das ist einfach, ja, ist einfach, ich soll mich wiederholen und so dermaßen häufig. Es ist einfach so schön. Und ja, und wir haben jetzt so überlegt, also ein paar haben sich überlegt, dass wir wirklich im Winter jetzt weitermachen wollen. Und wir werden auf jeden Fall immer einmal im Monat das versuchen weiterzumachen, auch öffentlich machen. Aber die Frage ist dann immer, ob da noch... Die Kreise werden wirklich kleiner. Es kann durchaus sein, dass vielleicht du mal nicht kommst oder ich mal nicht komme, weil das dann wirklich hardcore ist dann. Und dann müssen wir gucken, wie es im Winter ist. Aber wir haben eigentlich den Wunsch, das so lange zu machen, bis dann wirklich nur noch zwei, drei Leute da sitzen. Und ja, das ist dann einfach so die Dynamik des Jahres, der Rokus. Ich glaube, das wird dann trotzdem nicht so wie von früher bis Herbst, weil da fehlt einfach die Wärme. Wir hatten ja immer Glück jetzt mit dem Potluck. Wir hatten immer Sonne und das Grün. Der Ort wird sich verändern. Das wird einfach nicht mehr so diese schöne Atmosphäre haben, wie jetzt von Frühling bis Herbst. Das wird einfach so sein. Und es ist auch so, dass man da einfach nicht mehr so stundenlang da sitzen kann. Es wird irgendwann ungemütlich. Und dann noch Rohkost essen. Für viele dann brauchen dann eher was Wärmes, was Warmes, wenn es von außen so kalt ist. Dann lassen wir einen gegrillten Hähnchenwagen vorfahren. Nee, Quatsch. Also ich würde eher sagen, dass wir es doch irgendwie drin machen. Eine Räumlichkeit. Da hat doch die Karte von Honolulu. Ja, wo 30 bis 35 Leute reinpassen. Dass man ein bisschen... Einfach das reduzieren, muss man gucken, vielleicht dann auch mit Anmeldung, dass die Leute auch wirklich sagen, ich komme, beziehungsweise sich auch wieder abmelden, dass wir ungefähr dann die Plätze vergeben können und sagen, gut, jetzt sind 35 erreicht, mehr können jetzt nicht teilnehmen. Ne? Das würde es halt nicht genug sagen. Wir können im Oktober auf alle Fälle noch schauen, da haben wir vielleicht Glück, letztes Jahr. Dann wollen wir dann den 21. lieber nehmen? Ja. Nehmen wir den 21. Wieso lieber? Weil der 30. wäre theoretisch der Samstag, der letzte Samstag, aber jetzt ist ein Monat dann bis zum 21. beim Oktober. Ja.
genau. Und dann würde ich wahrscheinlich noch einen Hardcore-Potluck machen. Im November. Im November einfach mal zu schauen, ob da noch jemand kommt, wie die Stimmung halt hier ist. Mhm. Und wenn es dann sozusagen knickt, die Stimmung oder so, dann würde ich dann umschwenken aufs Honolulu. Ja, ich muss schauen. Ich habe es ja schon gesagt. Ich habe es im Resümee, ich habe dir persönlich auch schon gesagt, dass dein Rezept war echt der Hammer. Besonders mit der Soße. Ich habe die Soße dann noch aufgegessen mit Salatblättern und sowas. Mhm. Und so einfach, ne? So einfach. Die Soße ist sehr einfach. Halt. Kannst du mir kurz sagen, wie es geht? Oder? Mandelpüree. Hm? Wie es hat. Ah, okay. Oder Nussmus, Mandelpüree halt. Hm. Knoblauch, Zitronensaft, Wasser, ein bisschen Salz. Mega. Mehr ist Säure dabei, Süße dabei, herzhaft dabei und das Runde des Knoblauchs. Also logisch, perfekt, ja. Cool. Ja, also beim nächsten kann man eigentlich schon sagen, 21. Oktober, ne? 21. Oktober wieder 11 Uhr im Aquapark. Und dann schauen wir einfach. Wird dann wahrscheinlich auch verkürzt werden, die Winterpotlucks, wenn es draußen stattfindet. Weil dann von 11 bis abends um 9 kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall wieder der Letzte, der geht. Und ich gehe nicht, solange nicht alle anderen gegangen sind. Ich bleibe draußen. Höchstens, ich merke selber, dass mir zu kalt wird, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wir werden sehen. No. Und sonst, ja, heute wieder neue Leute dabei. Wieder neue Leute. Jedes Mal sind wieder neue Leute dabei. Das ist auch das Schöne, weil wenn du immer in denselben Kreis hast, dann ist das für neue Leute auch ein bisschen schwieriger, kann ich mir vorstellen, da reinzukommen. Aber da immer so viele neue Leute dabei sind, ist es so, dass sich halt die Leute immer total finden und dass keiner Anschlussprobleme hat. Auch, es war halt, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie schon mal jetzt gesagt habe, aber da hinten, die ältere Frau, ich kann mal kurz rüber schwenken, das sieht man wahrscheinlich mit der Weitwinkelkamera nicht. Da ganz hinten. Mit der roten Jacke. Ja, mit der roten Jacke, da ganz hinten. Ja. Ja, ich sehe es halt nicht, aber egal, die rote Jacke. Das ist halt eine 89-jährige Frau, die halt, der ihr zum Geburtstag wurde ihr geschenkt, dass ihre Familie sie sozusagen hierher gebracht hat zum Rohkostpotluck, dass sie sich sozusagen in diese Atmosphäre vom Rohkostpotluck als ihr Geburtstagsgeschenk nimmt. Sie sitzt da hinten in der Sonne, schöne Musik, die wird massiert, ein sehr, sehr friedlicher Geist liegt in der Luft und also ich strahle die ganze Zeit, ich habe auch schon zum Geburtstag gratuliert. Sie hat nichts mit Rohkost oder so am Hut. Es war einfach die Kinder schon ein bisschen. Aber ja, und sie sitzt da und mitten hier und ach, es ist so schön. So auch all das übergreifend. Und es fehlt nur noch, dass hier irgendwo ein Baby geboren wird und dann haben wir dann wirklich den kompletten Rundumschlag. Ja. Also am 21. Oktober definitiv, also auf jeden Fall nochmal. Und mal sehen, wie lange es wird. Silke ungt so ein bisschen rum, aber schauen. Wenn ihr dabei sein wollt und lange bleibt, ich bleibe mit euch da. Und Silke kann ja dann... Ja, aber ich kann ja gar nicht mehr barfuß draußen laufen. Nee, jetzt ist das schon mal... Das wird dann zu kühl. Kann so immer so ein bisschen... Aber ja, wir können es auf alle Fälle probieren. Wir probieren es. 21. Oktober. 21. Oktober geht es wieder rund hier im Agrapark. Wir müssen uns ein bisschen von den grünen Blättern verabschieden. Ja. In der Sonne vielleicht auch. Wir werden sehen. Aber es wird auf alle Fälle weitere Potlucks im Winter geben. Wir werden einfach schauen, ob wir das nach innen irgendwann verlagern. Klar, wir schauen. Wir haben es bisher von Potluck zu Potluck gemacht. Wir machen es weiter von Potluck zu Potluck zu schauen. Ja? Genau. Okay. Wir werden jetzt einfach noch ein bisschen die Stimmung hier genießen und die Musik. Ja. Und vielleicht noch mit dem einen oder anderen ins Gespräch kommen. Ja. Hanna liegt schon wieder, der wird hinten massiert. Hanna danach wird schon bereit. Danach bin ich dran. Danach bist du dran. Endlich. Als Letzter. Gut. Na dann, machen wir Schluss. Ja, machen wir Schluss. Alles klar. Tschüssi. So, und der Potluck ist doch noch nicht zu Ende. Guck mal, wir sind ja bei Hanna in der Küche. Und da, die Hanna, die macht uns noch, für diejenigen, die noch was essen. Das sind alle noch da hier. Das sind die letzten Überbleibsel, die wir mal jetzt zur 80er und 90er Jahre Party gehen. Und die Chiara, da hinten der Marvin und die Sandra. Ja, und ich und Hanna. Und wir gehen jetzt tanzen. Und dann ist das Rohkostpotluck wirklich zu Ende.